Okay, das letzte Mal waren wir stehen geblieben, auch bei den Funktionen. Wir sind da ja noch nicht, also im zweiten Teil der Funktion, da sind wir noch nicht so weit gekommen, deswegen wiederhole ich das einfach nochmal kurz. Die Problemstellung, wo war die? Problemstellung war, ich kann bei einem Funktionswert genau einen Wert zurückgeben, ja? Den Rückgabewert einer Funktion. Und jetzt gibt es aber Funktionen, bei denen ich zum Beispiel zwei Werte zurück bekommen möchte. Also ein Beispiel, wenn Sie jetzt ein Grundstück kaufen, so wie ich das vor kurzem gemacht habe, dann überlegen Sie sich vielleicht, was kostet der Quadratmeter, ja? Und Sie möchten jetzt übergeben eine Länge und eine Breite vom Grundstück und es soll dann ausgerechnet werden, die Quadratmeteranzahl dieses Grundstücks und der Gesamtpreis. Und dann haben Sie eine Funktion, der Sie quasi übergeben Länge, Breite und da sollen dann zurückkommen 800 Quadratmeter, 60.000 Euro oder sowas. Ja? Und da ist dann halt die Frage, wie kann ich denn jetzt zwei Werte zurückliefern? Das ist das große Problem. Und um das zu realisieren, benötigen wir die Pointer. Und das ist auch der Grund, warum wir die Pointer eingeführt haben. Okay. Generell wollen wir uns heute zunächst mal damit beschäftigen, dass wir uns die Sichtbarkeit und die Lebensdauer von Variablen anschauen. Das muss man verstehen, sonst wird es schwierig, Variabelwerte zum Beispiel vorherzusagen. Also Sie können gewisse Variablen in gewissen Bereichen sehen und in anderen Bereichen nicht. Und dann muss man verstehen, ob ich jetzt diese Variable beispielsweise sehen kann oder nicht. Ja? Also auf deren Variabelwert zugreifen kann. Dann müssen wir uns anschauen, die Parameterübergabemechanismen, Call by Value und Call by Reference. Und das ist auch ganz wichtig, weil das ist auch nichts C-spezifisches, sondern dieses Problem taucht in allen Programmiersprachen auf. Ja? Und das muss man wirklich verstehen, wo da die Problematik liegt. Dann gibt es zuletzt noch, schauen wir uns noch an, wie die Übergabe von Feldern funktioniert. Okay. Das Erste, was wir uns anschauen müssen bei den Funktionen jetzt, ist die Sichtbarkeit. Ja? Und dafür gibt es zunächst mal sowas, eine Definition von einem Block. Was ist ein Block? Ein Block sind Vereinbarungen und Anweisungen, die durch eine geschweifte Klammer zusammengefasst sind. Ja? Sie kennen das, Sie haben das schon benutzt, wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass Sie eine Vorschleife gebaut haben und dann haben Sie Klammer aufgeschrieben und dann haben Sie irgendwelche Anweisungen eingetragen. Ja? Also i mal 2 oder sonst irgendwas. Ja? Und das waren also mehrere Anweisungen, die haben Sie in diese geschweifte Klammer gepackt. Ja? Und ich habe Ihnen ja den Tipp gegeben, nehmen Sie auf jeden Fall immer bei diesen Schleifen und bei den Bedingungen einen Block, ja? Weil diese Blöcke können immer dann überall dastehen, wo eine Anweisung erwartet wird. Ja? Das ist also äquivalent. Das heißt also, die Vorschleife, formal gesehen, erwartet die eigentlich eine Anweisung. Und das kann ich halt ersetzen durch einen Block. Okay? Gut. Jetzt ist es aber so, wenn Sie jetzt nochmal an dieses Beispiel mit dieser Schleife denken, diese Schleife haben Sie ja in einem Main-Programm verwendet. Ja? Also bis jetzt haben wir ja nur einfache Programme geschrieben, die halt nur diese Main-Funktion verwenden. Aber da drin haben wir dann zum Beispiel eine Vorschleife gehabt. Und da war dann halt so ein Block drin, ja? Und wenn Sie jetzt daran denken, Main ist ja auch eine Funktion und die hat auch einen Funktionsrumpf. Und der Funktionsrumpf wird auch gekennzeichnet durch geschweifte Klammern. Ja? Das heißt, ich habe im Prinzip eine Hierarchie von Klammern. Ja? Das heißt, es gibt ja mehrere Ebenen, in denen diese Klammern auftauchen. Okay. Und das schauen wir uns auch gleich noch an. Jetzt schauen wir uns zunächst noch auf dieser Folie an. Wie sieht das mit Variablen aus? Wo kann ich denn die definieren und zu welchem Block gehören die dann? Ja? Das Einfachste, was Sie kennen, ist innerhalb eines Blocks, nämlich jetzt zum Beispiel dieser Funktion Main, innerhalb eines Funktionsblocks, können Sie, wie jetzt hier, int b gleich 2 hinschreiben. Ja? Also eine Integer-Variable b definieren, die den Wert 2 hat. Die ist sichtbar in dem Bereich dieses Funktionsrumpfs von Main. Okay? Das heißt also, hier an dieser Stelle, wo mein Mauspointer jetzt steht, unter printf, könnte ich zum Beispiel aufrufen
b mal 2. Was ich nicht kann, ist hier unten in dieser Funktion Summe einfach hinschreiben b mal 2. Warum? Weil dieser Block, ja, getrennt ist von diesem Block. Okay? Ist das klar? Also das führt schon oft zu Verwirrungen, warum ich jetzt hier irgendwie b hinschreiben kann und das hier unten nicht kenne. Antwort, es ist initialisiert worden in einem anderen Block und der neue Block ist ist in der Hierarchie nicht innerhalb von Main. Okay? Das heißt, wenn ich jetzt hier an diesem Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Vorschleife hätte, könnte ich dann diese Variable b verwenden? Eine Vorschleife mit einem Block? Ja, könnte ich. Ja? Also ich könnte ja hier hinschreiben, for b gleich irgendwas, ja, und dann könnte ich innerhalb dieser Schleife ein b anlegen. Okay? Und diese Sichtbarkeit, die ist wirklich wichtig, weil ich könnte nämlich jetzt Folgendes machen. Ich könnte zum Beispiel in dieser Funktion Summe hier unten auch hinschreiben, int b gleich 5. Das hätte keinerlei Auswirkung auf dieses b. Okay? Weil die getrennt sind. Und das muss man wirklich verstehen, sonst kann man gewisse Sachen nicht nachvollziehen. Jetzt ist aber oft so, dass man zum Beispiel zwischen Main und Summe vielleicht Sachen austauschen möchte. Also zwischen Funktionen Werte hin und her schieben möchte. Und eine Möglichkeit, die man da hat, ist die Verwendung einer globalen Variable. Ja? Und das ist zum Beispiel das, was hier oben passiert ist. Ja? Also hier oben in diesem Teil ist eine Variable deklariert worden außerhalb eines Blocks. Ja? Also hier bin ich innerhalb eines Blocks, hier unten ist auch innerhalb eines Blocks, aber hier oben, wo int a steht, bin ich außerhalb dieses Blocks. Und das heißt, ich habe eine globale Variable oder externe Variable verwendet. Und diese kann ich natürlich hier unten in der Funktion main, auch wenn ich möchte, in der Funktion Summe verwenden. Okay? Also global außerhalb einer Funktion. Okay? Was gibt es noch dazu zu sagen? Also, genau. Worauf man auch noch achten muss, sind diese Variablen, int x und int y hier in diesem Beispiel, die im Funktionskopf dieser Funktion Summe deklariert wurden. Und die zählen im Prinzip so, als stünden sie innerhalb dieses Blocks. Das heißt, es sind lokale Variablen dieser Funktion Summe. Okay? Das heißt, ich kenne die also hier drin, aber ich kenne sie zum Beispiel nicht hier drin. Ja? Und was ich eben sagte, das ist jetzt auf dieser Folie gezeigt, Blöcke können auch geschachtelt werden. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie haben hier diesen äußeren Block, das ist diese Main-Funktion, und innerhalb dieser Main-Funktion haben Sie jetzt hier eine Vorschleife, zum Beispiel. Das ist eine Schachtelung von Blöcken. Ja? Und dann gibt es einen inneren Block und einen äußeren Block. Ist klar. Das kann ich mir vorstellen wie so ein Türmchen, was immer höher gebaut wird. Ja? Häufig sieht man das, dass man das hier dann entsprechend einrückt. Ja? Also viele Editoren machen das schon automatisch, dass sie dann hier Einrückungen bilden. Und anhand deren kann man schon gewisse Blöcke abschätzen. Ja? Nur wofür ist jetzt diese Blockbildung wichtig? Die Blockbildung ist deswegen wichtig, weil es auch wieder für die Sichtbarkeit Auswirkungen hat. Das heißt, von einem inneren Block oder ein innerer Block sieht alles, was in dem äußeren Block definiert wurde. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben an dieser Stelle, in dem äußeren Block, die Variable a definiere und deklariere, dann kann ich die auch in dem inneren Block verwenden. Umgekehrt gilt das aber nicht. Das heißt, eine Variable im inneren Block, zum Beispiel, ich schreibe dahin int x gleich 2, dann kann ich die im äußeren Block nicht verwenden. Okay? Woher kommt das? Es ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären, weil diese Variable, die im inneren Block definiert wurde, die gibt es nur solange Befehle innerhalb dieses Blocks ausgeführt werden. Wird dieser Block verlassen, also ist irgendwann diese geschlossene Klammer erreicht in der Programmabarbeitung, werden die lokalen oder die zu diesem Block gehörigen Variablen wieder freigegeben.
Deswegen kann ich natürlich darauf nicht zugreifen. Okay? Gut. Allgemein kann man sagen, der Gültigkeitsbereich eines Namens, also einer Variable oder Funktion, legt fest, wo der Name verfügbar ist. Ja? Sichtbarkeit legt fest, ob auf eine gültige Variable zugegriffen werden kann. Okay. In C gibt es im Prinzip vier Arten von Gültigkeitsbereichen. Programm, also dass eine Variable über das ganze Programm hinweg gültig ist. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sie innerhalb einer Datei, und eine Datei kann ja aus mehreren Funktionen bestehen, gültig ist. Sie kann innerhalb einer Funktion gültig sein, also innerhalb eines Funktionsrumpfs oder halt eben die kleinste innerhalb eines Blocks. Ja? Und das Ganze sieht man jetzt auch in der nächsten Folie, das kann man quasi wie so, wie so ein Türmchen so schachteln. In einem Block sind alle im übergeordneten Block vereinbarten Objekte sichtbar, es sei denn, ein bereits verwendeter Name wird im inneren Block neu definiert. Okay, was heißt das jetzt? Das heißt also, angenommen, ich definiere in meiner Datei diese Variable Grundstückspreis, ja? Dann kann ich die in der Funktion berechne Grundstück, kann ich die dann verwenden, weil die ja hier außerhalb als externe Variable definiert wurde. Oder ich kann von meinem Block aus, also wenn ich jetzt innerhalb meiner Funktion bin und ich möchte da irgendwie eine Bedingung machen, wenn A und B nicht negativ sind, dann berechne, ja, dann bräuchte ich ja auch eine geschweifte Klammer. Und dann könnte ich dann auch darauf zugreifen. Also quasi von dem kleineren kann ich ins größere Rechteck zugreifen. Umgekehrt geht das allerdings nicht. Ja? Also ich kann nicht aus der Funktion auf den Block zugreifen. Das ist der erste Halbsatz, der jetzt hier unten steht. Und der zweite ist, wenn es jetzt eine Variable in der Datei gibt, die zum Beispiel x heißt, und ich definiere mir in meinem Block eine weitere Variable, die x heißt, dann überdeckt diese lokale Variable die globale. Ja? Und das sehen wir auch gleich noch. Nämlich jetzt hier in diesem nächsten Beispiel. Hier haben wir nämlich jetzt zwei Blöcke, einen äußeren und einen inneren Block, die hier durch Rechtecke dargestellt sind. Und was passiert hier? Ich habe einen äußeren Block, da wird eine Variable i und eine Variable j angelegt und j wird mit c initialisiert. Und dann wird im inneren Block, also in der Vorschleife, wieder eine Variable j angelegt. Und die wird initialisiert mit 2 mal i. Ja? Und das Ganze wird dann halt einfach ausgegeben. Ja? Und jetzt die spannende Frage ist, welchen Wert hat j innerhalb der Schleife und am Ende dieser Schleife? Ja? Und jetzt passiert Folgendes. Denken Sie an die Regel, die vorne dran steht. Diese Variable j im Inneren überdeckt die Variable j des äußeren Blocks. Und dadurch werden im inneren Block die Werte 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter bis 198 durchlaufen. Ja? Und sobald diese Schleife beendet ist und ich gebe hier unten dieses printf aus, also die Ausgabe des Variablewerts j, ist nicht mehr dieser innere gemeint, sondern der äußere. Und das heißt, hier würde der Wert 10 ausgegeben werden. Okay, verstanden? Das heißt also, es ist nicht dieselbe Variable, ja, j, sondern es ist quasi eine andere, die heißt nur genauso. Es ist ein ganz anderer Speicherbereich. Okay. Gut, was ist jetzt eine lokale Variable? Also den Begriff habe ich ja schon ein paar Mal genannt. Eine lokale Variable, die innerhalb eines Blocks oder eines Funktionsrumpfes definiert wurde, ist an einer Stelle außerhalb des Blocks nicht verfügbar. Ja? Diese Variable werden halt dementsprechend auch als lokale oder interne Variable bezeichnet. Und das im Prinzip, sagen wir mal, der Standardfall, den Sie bis jetzt verwendet haben. Sie haben das innerhalb eines Blocks, also zum Beispiel innerhalb dieses Funktionsrumpfes von Main, der ja auch ein Block ist, gemacht. Und dann ist das halt innerhalb von Main gültig. Wenn Main abgearbeitet ist, ist es die Variable halt eben auch weg. Ja?
Der Vorteil einer lokalen Variable ist, es reduziert die Komplexität vom Programm. Ja? Also gerade wenn ich mir einen Daten austausche über globale und habe ein großes Programm. Ja? Sie müssen immer daran denken, die Programme, die wir jetzt zum Beispiel in den Übungen machen, das ist ja, also das sind sehr, sehr, sehr triviale Beispiele. Ja? Also ein richtiges, typischerweise ein richtiges Programm hat mehrere tausend Zeilen. Und sich da zurechtzufinden, ist halt von der Komplexität was ganz anderes wie in einem Zehnzeiler. Ja? Und von daher sieht man halt unter Umständen die Problematik erst, wenn man größere Programme gesehen hat. Ja? Und hier habe ich einfach nur mal so ein paar Vorteile aufgezählt. Ja? Sie, wie gesagt, reduzieren halt die Komplexität, verbessern die Lesbarkeit und verbessern die Pflege von Programmen. Ja? Weil wenn man gewisse Sachen in Variablen auslagert oder in Konstanten, kann man unter Umständen ein Programm auch einfacher warten. Ja? Also ein Beispiel dafür ist, wenn Sie zum Beispiel eine Variable oder eine Konstante Pi anlegen und schreiben da halt rein 3,14, ja? Und Sie bekommen jetzt die Vorgabe, es soll nicht mehr 3,14, sondern 3,1452 sein, dann müssen Sie nicht überall im Quellcode suchen, wo habe ich das jetzt nochmal verwendet, sondern halt an einer Stelle das ändern und es passt. Ja? Also das ist wie gesagt ein ganz simples Beispiel. Okay, die nächste Sache, die man machen kann, sind halt externe Variablen oder globale Variablen und die werden halt häufig dazu verwendet, um Daten zwischen Funktionen auszutauschen. Ja? Also wenn man sie verwendet, dann ist es eigentlich die Hauptverwendung. Ja? Sie stehen allen Funktionen zur Verfügung und sie bilden halt eine Alternative für Funktionsargumente, da ich über diese globalen Variablen Informationen austauschen kann. Ja? Aber wiederum, das kann man machen, aber ich möchte nochmal, also es ist halt wirklich kein besonders guter Programmierstil, das zu verwenden. Es gibt Situationen, da ist das halt nicht anders möglich, aber wenn man es vermeiden kann, dann soll man es auch vermeiden. Ja? Und im Unterschied zu lokalen Variablen sind die externen Variablen halt für die Ausführung des Programms verfügbar und sie werden halt außerhalb von Funktionen definiert, wie wir das halt eben schon gesehen haben. Okay. Hier nochmal was zur Lebensdauer. Die globalen Variablen leben halt so lange, wie das Programm existiert und die lokalen Variablen werden beim Aufruf des Blocks angelegt und verschwinden wieder beim Verlassen des Blocks.